Es ist ein wichtiges Thema, die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das sehe ich immer wieder auf der Straße. Und deshalb war es mir auch wichtig, jetzt nochmal hier vorzugehen. Ich habe nämlich aufmerksam zugehört. Der CDU habe ich zugehört. Herr König hat es ja eben nochmal wiederholt, indem da gesagt wird, dass es seit im Prinzip Monaten, Februar hatten Sie gerade nochmal genannt, verfolgt wird, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht endlich zumindest ausgesetzt wird. Dem Herrn Montag habe ich von der FDP zugehört. Auch da hieß es, ja, seit April oder März, sagen Sie mir ruhig, das genaue Datum ist egal. Wunderbar. Haben Sie ein Interesse daran, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Thüringen nicht mehr umgesetzt wird? Auch von der Gruppe hier habe ich eben gehört, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht mehr umgesetzt werden soll. Von meiner Partei weiß ich, dass wir noch nie für irgendeine Umsetzung oder sonstiges dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht waren. Dann lassen Sie uns doch hier nicht mehr ewig rumdebattieren. Sie können nachher, CDU, FDP, die Gruppe, Sie können nachher gerne unserem Antrag zustimmen. Und schon ist das Thema Geschichte. Da brauchen Sie hier nicht Ewigkeiten, Behauptungen aufzustellen, wie interessiert Sie daran sind, dass die Leute im Pflegebereich eben nicht mehr zum Impfen gezwungen werden. Dann stimmen Sie uns zu und gut ist.